Und dann ist der Film im Entwicklungsbad liegen geblieben und braun geworden, komplett. Und das ist natürlich auch ein Super-GAU. Ja, moin, schönen guten Tag. Mein Name ist Jan Delay und ich bin hier bei Diffus und habe die Freude und Ehre, jetzt mal mir ein paar alte Videos von mir anzugucken. Das werden wir jetzt auch gleich mal tun und starten mit Tüllich Tüllich. Non-stop rave. Der Gag an dem Video ist der gleiche Gag wie an dem Song, dass der Song ja nie in einem Studio aufgenommen wurde, sondern dass es ein Live-Mitschnitt wird. Sind angetreten damals, die Disco Number One war meine neue Band und ich wollte eine Band, die ist wie ein DJ und die alles kann, wie ein geiler Clubabend. Und deshalb haben wir auch von Anfang an immer Medleys reingebaut. Das heißt, irgendwelche Beats genommen, bekannte Beats, darauf habe ich andere Sachen gerappt. Und so ist das Ding auch entstanden, quasi auf den Beat von Word Up, den Text von Bo gemacht. Und das war live so geil, dass wir das aufgenommen haben, einfach in Mannheim. Das Video, da musste natürlich auch irgendwie ein Video dazu hin, ist dann quasi nicht aus Mannheim. Die Menschen sind aus Köln, die du siehst, und die Menschen, die du hörst, sind aus Mannheim. Und dann geht es weiter mit... Ah, geil. Ja, das wunderschöne, legendäre Im Arsch-Video. Das ist vom großartigen Jörn Heidmann. Wir haben immer irgendwie zusammen auf die Stories geflasht und haben uns die zusammen ausgedacht. Und da kamen wir das dritte Mal zusammen. Und ich glaube, wir hatten schon die ersten Male gemerkt, dass wir tierische Sopranos-Fans waren. Und dann irgendwie das Ding mit Udo und so. Und wir waren beim Italieneressen und irgendwie war uns klar, ey, geil, wir machen so ein krasses Mafia-Ding. Sopranos, Goodfellas, you name it, all die Klassiker. Und normalerweise hätte ich immer Angst gehabt, wenn mir ein Regisseur in Deutschland sagt, ja geil, wir machen das voll so Mafia-mäßig, Sopranos, weil es dann immer die mieseste Kartoffelversion wird. Aber bei Jörn Heidmann, da wusste ich einfach, Alter, wenn jemand das kann, dann er, weil er ist der König, wenn es darum geht, krasse Leute zu casten, die gar keine Schauspieler sind, aber die einfach genau da reinpassen, geile Ausstattung zu haben, geile. Der ist einfach auch Fan und macht das mit Leidenschaft. Das Auto, das muss auch das Auto sein, was da kommt. Und ja, und weil er einfach so ein Genie in all dem ist, ist auch genau das alles so geil geworden. Und Udo auch ganz groß. Ja, ja, die CD. Wir gehen zum nächsten Video. Und hierbei handelt es sich um die fluffig schöne Lenore-Werbung Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann. Im Reggae-Gewand am Strand von St. Peter-Ording. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Die Story dazu ist, dass wir eigentlich in so einem Wasserfilmstudio auf Malta gedreht haben. Das war so eine Insel, auf der hat das alles stattgefunden und die ist am Ende untergegangen. Und deshalb gibt es auch die ganzen Unterwasseraufnahmen, die haben wir auch da gemacht. So, und mit diesen Fischen und keine Ahnung, mit dem Nazis raus und so weiter. Und dann ist es Folgendes passiert, das Material, das war ja damals alles 35 mm und dann muss das entwickelt werden und dann ist es nach Wien und da entwickelt worden, dann gab es einen Stromausfall, das ist kein Gag, ein Stromausfall in der Stadt Wien. Und dann ist der Film im Entwicklungsbad liegen geblieben und braun geworden, komplett. Und das ist natürlich auch ein Super-GAU. Und dann war noch so und so viel Zeit und dann so, ach fuck, was machen wir jetzt? Und dann mussten wir nochmal alle nach St. Peter-Ording. Es war mitten im Winter oder es war November oder so. Und haben dann da einfach irgendwie das so gestylt mit ein bisschen Performance und ein bisschen Slow-Mo und siehst du, hast du nicht gesehen, ist ja alles gut geworden. Und haben dann die Unterwasserszene einfach dagegen geschnitten. Deine Strophe war auch noch da quasi, die rappt da glaube ich auch unter Wasser. Das ist alles aus Malta. Und haben das einfach so komplett zusammenhangslos zusammengeschnitten, aber es hat alles funktioniert und gepasst. So ist das Video dann gekommen. Wir sind aus einer Generation, wo es genau darum ging. Erst kam natürlich die Musik und dann, wenn man wollte, dass diese Musik viele Leute
mitkriegen, dann kam das Video. Und das Video war nicht nur so ein Vehikel dafür, sondern war auch eine tolle Art und Weise, wenn man Bock auf sowas hatte und fern davon war, sich selber auszudrücken und auszutoben und kreativ zu sein. Weil wir auch das Glück hatten, Fans von Bands oder Acts zu sein, die das auch so gemacht haben. Keine Ahnung, nimm Missy Elliott. Die hat schon die krasseste Musik überhaupt gemacht, als sie kam mit Timbaland. Aber dann dazu noch die krassesten Videos. Das heißt, sie hat gleich auf zwei Ebenen einfach alles weggeburnt. Das nächste wäre Oh Johnny, auch mit Jörn Heidmann zusammen. Oh ja, 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 mach wie du meinst, auch fühl dich frei. Als Lauftoren rum, hohen Brügelein, hey, alles cool, mach wie du willst. Wir beide krasse Blues Brothers Fans auch. Letztendlich muss ich die Props weitergeben an DJ Matt. DJ Matt hat, ich glaube mal fürs Klar-Video, das allererste Jan Delay und Disco Number One Video, hatte er die Idee, Blues Brothers zu machen, ne, wo ich natürlich voll drauf eingestiegen bin, aber wir sind das so durchgegangen, das wäre kohlemäßig, aufwandmäßig einfach nicht gegangen. Und die Idee war aber immer noch weiter in mir drin und das war dann Jörn Heidmann, das war unser viertes Video, glaube ich, zusammen und die erste Single vom neuen Album und der hat es gehört und hat es vorgeschlagen. Auf jeden Fall meinte er, ey, Blues Brothers und wir machen das so, wir nehmen einfach nur eine Szene und machen die. Ja, wenn ich das jetzt gucke, das ist immer noch so geil und so gut. Das nächste Video ist St. Pauli, auch von Jörn Heidmann. Das war dann die Single zu dem Rockalbum, die Rockplatte, auf die keiner Bock hatte. War auch relativ aufwendig, aber ich glaube, das haben wir an einem Tag gedreht. Es war alles hier in so einer Rauchkneipe im Prenzlauer Berg, glaube ich, Friedrichshain irgendwo. Wir waren irgendwie so drauf gekommen, weil wir auch die ganze Zeit gebrainstormt hatten, was kann man machen, das ist viel zu plump, jetzt irgendwie so jetzt auf St. Pauli ein Video zu drehen oder so. Natürlich, es geht ja auch, bei St. Pauli geht es ja auch einfach um die ganzen Freaks und so und dann hatte ich, glaube ich, weiß es nicht, ob ich den Flash hatte oder er mit der Bar bei Star Wars, die fuck, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Die legendäre Bar halt, wo die ganzen Freaks und Außerirdischen und Monster und Leute rumhängen mit dieser geilen Band. Und das wollten wir nicht einfach nur so stumpf adaptieren, sondern irgendwie hinkriegen, so eine Mischung einfach aus so einer typischen geilen Oldschool St. Pauli Saufkneipe in Crossover-Kombination mit dieser Star Wars Bar. Mann, wie heißt denn diese Bar? Peinlich, peinlich, dass ich das jetzt nicht weiß. Ah, jetzt fällt's mir wieder ein, Mos Eisley. Zufällig. Also es ist auch wieder dieses Ding mit Video machen, was einem vorher die Leute erzählen und was dann hinterher bei rauskommt. Und mein Flash war einfach, dass ich hinten diesen Mund hab, der quasi auch den Text performt. Und das hätte auch richtig scheiße aussehen können. Und ich saß dann immer so da und habe mir gedacht, naja, jetzt sitze ich hier in dieser Raucherkneipe, wer weiß, wie das alles wird. Naja, es gibt ja noch den geilen Effekt hier hinten. Aber wer weiß, vielleicht wird auch richtig gescheitert. Oder das, wenn wir dann so gebaut haben, wie das alles fliegt und die Schwerelosigkeit ist. Das hätte auch alles richtig scheiße aussehen können. Aber in dem Moment weiß man das halt noch nicht. Und deshalb denkt man nur die ganze Zeit, hoffentlich wird der Mund gut. Jetzt, wenn ich die ganzen Sachen gucke, da ist nichts dabei, was mir irgendwie peinlich ist. Ich finde das immer noch alles irgendwie geil. Aber im Arsch zum Beispiel jetzt eben hat mich trotzdem, glaube ich, immer am meisten beeindruckt, nach wie vor.